Hallo, ich würde euch gerne noch mal vorlesen, was wir von Tijon Co. Im Gericht vorgetragen haben. Weil 2022 zusammen mit unseren Kundinnen und Kunden, mit unseren Freundinnen und Freunden das 25-jährige Jubiläum von unserer Buchhandlung Tijon Co. in der Oranienstraße 25 feiern. Und wir würden dafür gerne nach dieser Gerichtsverhandlung unseren Unterstützerinnen die ersten Einladungen vor der Tür präsentieren. Leider ist es anders geworden. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das feiern. Wir sitzen hier, weil wir natürlich auch um unsere Existenz kämpfen. Für den Erhalt unserer Buchhandlung und die Arbeitsplätze unserer tollen Mitarbeiter. Aber darüber hinaus geht es auch um den Erhalt des gesamten Kultur- und Sozialstandorts Oranienstraße 25. In den nächsten Monaten und Jahren laufen bei allen Projekten die Mietverträge aus. Kein Mieter im Haus wird die angestrebten Mieterhöhungen, die im Vertragsangebot an ein erstes Projekt das Dreifache der bisherigen Miete beträgt, bezahlen können. Zufällig waren wir als Buchhandlung die Ersten, die betroffen sind. Dafür sind wir aber sicherlich dank der Unterstützung von Anwohnerinnen und Initiativen das Projekt mit der größten öffentlichen Zugkraft. Und damit stehen wir natürlich in vorderster Front und somit auch in der Verantwortung, dem Druck des Fonds der Victoria Immo Properties 5 standzuhalten. Das Schicksal dieses Hauses als Kulturstandort wird ganz entscheidend auch vom Ausgang dieses Prozesses abhängig sein. Auf der einen Seite steht das Profitinteresse einiger steinreicher, anonymer, privater Spekulanten, die sich in Liechtenstein hinter treuhändig agierenden Anwälten verstecken. Auf der anderen Seite steht jahrelange Arbeit von Kulturschaffenden, Galerien, Museen und anderen zusammen mit den Anwohnern, die auf einen Schlag kaputt gemacht oder verdrängt werden. Wir wollen dem aggressiven, spekulativen Geschäftsmodell Entmietung vor einem zielgerichteten Verkauf mit Rendite nicht tatenlos zusehen. Augenblick. Gemeinsam haben wir alle die Verantwortung, unseren Kindern und Enkelkindern gegenüber, den gewachsenen kulturellen und sozialen Strukturen unserer Kieze und Städte ein Fundament zu hinterlassen, auf dem weitere Gestaltung möglich ist. Gemeinsam müssen wir als Bewohnerinnen und Mieterinnen dafür Sorge tragen, dass unser Recht auf Wohnraum auch ein legitimes Recht beinhaltet, mitzubestimmen, in welchen Läden wir einkaufen wollen und welches soziale und kulturelle Umfeld sich in der Nachbarschaft ansiedeln soll. Eine Sozialverpflichtung der Fondseigentümer, wie sie im Grundgesetz für Eigentum vorgeschrieben ist, können wir wohl von diesen freiwillig nicht erwarten. Wir dürfen die Innenstädte und die noch lebendigen Kieze nicht dem Kapitalüberfluss der Immo-Properties dieser Welt überlassen. Die Uhr tickt, die Waage beginnt bedenklich Richtung der falschen Seite zu pendeln. Für jede und für jeden von uns stellt sich die immer drängende Frage, die von Politik und auch von den Gerichten mit beantwortet werden muss. Wem gehört die Stadt, den Menschen, die sie bewohnen und beleben, oder den anonymen Spekulanten in den weltweiten Steueroasen? Wir wollen diesen Prozess nun aber auch als Chance begreifen, für uns was Großes, aber eigentlich auch Selbstverständliches zu erreichen und für die Gesellschaft einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Wir fordern daher die Gegenseite auf, dies letztendlich ebenfalls als Chance zu nutzen, um mit uns in substanzielle nachhaltige Verhandlungen über einen weiterführenden Mietvertrag zu annehmbaren Konditionen einzutreten. Aber das haben die schon im Vorfeld gesagt, sie hätten kein Mandat für eine gütliche Einigung. Ja. Danke euch.